Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Herzlich willkommen zur letzten Live-Übertragung der Kaukasusreise von Papst Franziskus. Es ist die 16. apostolische Reise des Heiligen Vaters und er besucht jetzt die Moschee in Baku. Es ist sein dritter Moscheebesuch und wir werden dabei live mit dabei sein. Mein Name ist Claudia Zeisel und begleitet werde ich von meinem Kollegen Michael Herrmann. Ich begrüße auch unsere Partnersender Radio Maria Deutschschweiz, EWTN TV, KTV Fernsehen und Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen. Papst Franziskus besucht jetzt zum dritten Mal eine Moschee. Er hat die Blaue Moschee in Istanbul besucht, die Moschee in der Zentralafrikanischen Republik und jetzt eben hier in Baku in Aserbaidschan. Die Moschee wurde erst vor wenigen Jahren fertiggestellt, 2014, und hat insgesamt eine Fläche von 12.000 Quadratmetern, 4.200 Quadratmeter allein der Innenraum. Sie zählt 4 Minarette, 55 Meter hoch ist das höchste und die Kuppeln sind mit Versen des Koran verziert. Das Besondere an dieser Moschee ist, dass sie eines der ganz wichtigen islamischen Zentren der Welt ist, wo sowohl schiitische als auch sunnitische Religionsführer ernannt werden und Gläubige beider Konfessionen beten. Also Aserbaidschan ist ja mehrheitlich schiitisch geprägt. Es gibt auch viele Sunniten, aber eben die Hauptrichtung, die Hauptkonfession ist der schiitische Islam. Und der Großmufti des Kaukasus, den Papst Franziskus hier gerade begrüßt hat oder getroffen hat, das ist Allah Shukur Pashasadeh. Und er hat eben auch diese besondere zweifache Autorität, eben sowohl in der sunnitischen als auch in der schiitischen Denkschule. Er ist eben der Großmufti des Kaukasus und kann eben also da Fatwen erlassen und dergleichen für beide Richtungen. Er ist Mitglied in zahlreichen religiösen Gremien, auch interreligiösen Gremien. Er setzt sich da stark ein und ist also auch der Präsident des Islamrats des Kaukasus, also ein Schwergewicht in der Region, was die Religion angeht. Und er setzt sich auch im Dialog zwischen Katholiken und Orthodoxen ein. Und Papst Johannes Paul II. Hat ihm sogar einen Verdienstorden des Heiligen Georg verliehen für seinen Einsatz. So viel zu Allah Shukur Pashasadeh. Der Großmufti war auch einmal Mitglied im Parlament Aserbaidschans. Also er ist auch politisch, hat er eine zentrale Rolle, eine wichtige Rolle in dem Land. Wir befinden uns also jetzt in der Heydar Aliyev Moschee, benannt nach dem Präsidenten, dem Vater des jetzigen Präsidenten Ilham Aliyev. Und soeben haben Papst Franziskus und der Scheich den Innenraum betreten. Es werden jetzt die Geschenke überreicht in Richtung Mekka, das ist entscheidend hier. Und zwar bekommt Papst Franziskus ein Buch überreicht, wahrscheinlich eine Ausgabe des Koran. Anche c'è l'altro diciamo regalo piccolo, il nostro tappeto. Ein Teppich sogar. Das ist ja in Aserbaidschan auch ein traditionelles Handwerk. Das ist für seine Heiligkeit. Papst Franziskus bedankt sich beim Großmufti. Und das ist das Bild von der Engelsburg und der Engelsbrücke aus Rom, das der Scheich geschenkt bekommt. Es ist ein Mosaik. Con la misma tecnica dello mosaico della Basilica di San Pedro.
Lo sceicco ha manifestato tante volte il suo volere di andare a Roma. Il Santo Padre ha trovato questa immagine molto caratteristica di Roma. Das ist also ein sehr charakteristisches Bild. Wir kennen das ja alle von den Postkarten, die Engelsburg. Es ist also auch eine indirekte Einladung, nach Rom zu kommen. Der Großmufti war auch schon im Vatikan und hat dort eben diesen Orden verliehen bekommen. Auszeichnung. Das war die Geschenkeüberreichung der beiden Religionsführer, Papst Franziskus und dem Scheich der Muslime des Kaukasus, das mehrere Länder umfasst, Aserbaidschan und Georgien unter anderem. Wir sehen hier nochmal die Verzierung mit Koranversen dieser ganz neuen Moschee, die ein wichtiges zentrales Islamzentrum ist in der Region. Wenn Sie weitere Infos und Hintergründe möchten zu der Reise, aber auch über die Reise hinaus, das heilige Jahr läuft noch, Papst Franziskus hat noch zahlreiche spannende Reisen und Veranstaltungen im Laufe des Jahres vor, dann bestellen Sie doch einfach unseren kostenlosen Newsletter unter rv-news.info. rv-news.info. Da können Sie alles in Ruhe nachlesen und auch nachhören, unsere Beiträge, die wir dann auch online stellen, und dort können Sie dann sich weiter noch vertieft informieren. Natürlich haben wir auch eine Facebook-Seite, dort können Sie vor allem auch schöne Bilder betrachten der Reisen, aber auch Videos und weitere Hintergründe, und dort können Sie uns dann liken, Radio Vatikan, und sich auch in den sozialen Medien dann immer auf dem Laufenden halten. Nun gibt es eine kurze Unterredung des Scheichs und von Papst Franziskus. Man hört nicht, was gesagt wird. Gerade haben sie sich ihre Geschenke überreicht. Es ist der dritte Moscheebesuch von Papst Franziskus in seinem Pontifikat. Er hat, wie gesagt, die Blaue Moschee in Istanbul bereits besucht, die Moschee in der Zentralafrikanischen Republik, wo er den Imam der Moschee sogar mit auf sein Papamobil genommen hat und eine Runde gedreht hat. Und jetzt eben hier mit Ala Shakur Pashazade in der Moschee von Baku in Aserbaidschan. Es ist die letzte Etappe seiner Reise. Er hat auch den Dialog mit der orthodoxen Kirche, mit der georgisch-orthodoxen Kirche, bei seinem Besuch in Georgien gesucht. Es war ein nicht ganz unspannender Aspekt, dass die georgische Kirche da zum Teil eben auch nicht immer so auf den Papst zuging, wie man das sich gewünscht hätte vielleicht. Es gab wenig Teilnehmer an der Messe in Tiflis, wo also keine Delegation der georgisch-orthodoxen Kirche anwesend war. Aber immerhin waren zahlreiche orthodoxe Gläubige dabei, haben im Chor mitgesungen. Also es gab schon auch positive Signale, und Papst Franziskus sagte auch, die Spaltung der Kirche ist wie
eine Verletzung am Fleisch Christi selbst. Und das Bild spricht da auch Bände. Neben dem ökumenischen Dialog ist jetzt eben der interreligiöse Dialog hier Thema. Nicht nur mit den Muslimen, es werden auch Vertreter der jüdischen Gemeinde Aserbaidschans da sein und andere religiöse Führer. Und auch ein orthodoxer Bischof wird hier anwesend sein, wenn jetzt gleich Papst Franziskus und der Scheich jeweils Ansprachen halten. Es ist eben jetzt die private Unterredung im Vorfeld dieser Diskurse und wir sehen jetzt nochmal die Moschee auch von außen. Es ist eine prächtige, große Moschee in Sandsteinfarben. 2014 errichtet, das größte Minarett ist 55 Meter hoch. Die Kuppel ist mit Koranversen verziert. Und sie ist insgesamt 12.000 Quadratmeter groß. Hier können eben sowohl schiitische als auch sunnitische Religionsführer oder Imame dann auch zum Teil ausgebildet werden. Das ist also selten bis einzigartig. Es können Sunniten und Schiiten nebeneinander, miteinander auch beten hier. Also es ist auch eine Brückenfunktion, die dieses islamische Zentrum hat in dieser Region. Und der Scheich steht dafür sinnbildlich, denn er ist einer, wenn nicht der einzige islamische Theologe, Intellektuelle, der Geistliche, der sowohl eben eine Autorität besitzt in der sunnitischen wie auch in der schiitischen Denkschule. Und also auch er hat diese Brückenfunktion, diese Doppelfunktion, die angesichts der Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten, wir denken nur an den großen Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, nicht ganz unspannend ist. Auch im Hinblick auf den Konflikt in Syrien, der ja eigentlich letztlich auch Stellvertreter ist für diese Auseinandersetzung zwischen der sunnitischen und der schiitischen Denkrichtung, Prägung. Papst Franziskus ist genau 10 Stunden insgesamt in Aserbaidschan. Er war heute Morgen erstmal hat eine Messe gefeiert, eine Eucharistiefeier im dortigen Salesianerzentrum in Baku, hatte dann ein Mittagessen mit der Salesianer Gemeinde und hat dann einen Kranz niedergelegt am Nationaldenkmal für die Gefallenen der Kriege in Aserbaidschan. Wir wissen ja, dass in Aserbaidschan auch ein Konflikt schwelt seit vielen Jahrzehnten, eben der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die autonome Region Bergkarabach, die ja eigentlich mehrheitlich armenisch geprägt ist im Wechselspiel, aber wo es immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommt. Unter anderem haben Medien eben berichtet, dass es auch in den vergangenen 24 Stunden wieder eine Verletzung des Waffenstillstands gegeben hat. Es sollen laut Außenamts von Aserbaidschan armenische Truppen entlang der Kontaktlinie 12-mal aserbaidschanische Stellungen beschossen haben. Das gab zumindest also das Verteidigungsministerium in Baku am Sonntag an. Solche Meldungen sind natürlich erstmal mit Vorsicht zu genießen, aber es zeigt, der Konflikt ist aktueller denn je. Und Papst Franziskus ist nicht zuletzt deshalb auch in einer Friedensmission hierher gekommen, um eine Botschaft des Friedens und der Toleranz in dieser Region zu tragen. Im Juni hatte Franziskus eben Armenien besucht, also das eigentlich
Feindesland aus Sicht Aserbaidschans und dort eben auch zur Beilegung dieser alten Konflikte aufgerufen. Und er sagte auch nochmal, dass der Status quo, dass man den nicht bewahren sollte, sondern auch weiterdenken sollte über diesen Konflikt hinaus. Papst Franziskus hat die Katholiken des Landes am Morgen noch einmal ermutigt. Es sind ja wirklich nur marginale Zahlen von Katholiken im Land. An die 560 römisch-katholische Christen sollen in Aserbaidschan leben. Und er ermutigte sie noch mal. Er sagte, nur Mut, vorwärts, ohne Angst. Das hat er beim Angelusgebet in der katholischen Kirche in Baku heute Morgen gesagt und hat eben auch nochmal erinnert an die Sowjet-Ära und an die Verfolgung der Christen in der Region in Aserbaidschan. Er hat gesagt, ihr Glaube hat nach den Jahren der Verfolgung Wunder gewirkt. 60 Jahre hatten sie weder eine eigene Kirche noch Seelsorger. Und sie sind trotz dieser Widrigkeiten ihrem Glauben treu geblieben. Das hat Papst Franziskus noch mal ganz deutlich anerkannt heute Morgen. Ja. Wir sehen ja, Papst Franziskus ist in ein Land gekommen mit einer ganz geringen Zahl an Christen, katholischen Christen. Und auch in Georgien sind die Katholiken ja in einer Minderheit. Und er hat diese Reise eben auch damit gerechtfertigt, dass er diese kleine christliche Minderheit ermutigen möchte. Er will wie der Heilige Geist sein. Und der ist nämlich auch aus dem Himmel gekommen in eine kleine Gemeinschaft am Rand. Das hat er scherzhaft bemerkt heute Morgen. Und jetzt sehen wir Papst Franziskus mit dem Scheich in den Innenraum der Moschee laufen. Es sind mittlerweile die religiösen Vertreter der katholischen Kirche, der jüdischen Gemeinde und auch weitere islamische Vertreter dabei. Die sind angekommen, haben sich hier positioniert. Wir werden sicher in wenigen Augenblicken zunächst die Ansprache des Scheichs hören, der ja der Gastgeber ist. Ala Shukur Pashazadeh ist Großmufti des Kaukasus und eine wichtige religiöse Autorität im Land, war unter anderem auch schon im Parlament. Vielleicht kann man einige politische Elemente auch aus seiner Ansprache herauslesen. Im Namen des einzigen Schöpfers. Eure Heiligkeit, Vater Franziskus. Es ist mir eine Ehre, euch hier in Aserbaidschan im Namen der Muslime des Kaukasus und im Namen aller religiösen Gemeinschaften unseres Landes begrüßen zu können. Euer Besuch trifft nicht zufällig mit dem Jahr des Multikulturalismus zusammen, das hier ausgerufen wurde, in diesem alten Land, das von Gläubigen des einzigen Schöpfers bewohnt wird. Dieser Boden des Respekts, der schon immer Angehörige der göttlichen Religionen in seinem Herz aufgenommen hat. Multikultural, tolerant değerler ülkesi Azerbaycan'a hoş gelmişsiniz.
Sizin Azerbaycan'a seferiniz mühterem prezidentimiz zat-ı alları İlham Aliyev. Seid willkommen in Aserbaidschan, einem Land mit alten Traditionen und einem Staat, der reich ist an kulturellem Erbe und der immer an seinen religiösen Werten festhalten wollte und gleichzeitig den Multikulturalismus und die Toleranz im Land stärken wollte. Eure apostolische Reise, eure Treffen mit unserem verehrten Präsidenten der Republik, Ilham Aliyev, sowohl im Vatikan als auch in Aserbaidschan, werden sicher dazu dienen, diese Verbindungen auf höchster Ebene zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Aserbaidschan zu stärken. Inshallah. Azerbaycan'a bugünkü ruhani seferiniz zamanı siz hemin kilisede muayede ederek dünyaya mesajlarınızı seslendirdiniz. Seine Heiligkeit Johannes Paul II., Oberhaupt der katholischen Kirche, hat am Beginn des dritten Jahrtausends auf Einladung des großen Führers des aserbaidschanischen Volkes, Haydar Aliyev, eine apostolische Reise nach Aserbaidschan vorgenommen. Und es wurde eine Kirche für die kleine katholische Gemeinschaft in unserem Land gebaut. Hier, in dieser Kirche, hat nun Eure Heiligkeit auf Eurer apostolischen Reise heute bei der feierlichen Messe Eure Botschaft von weltweiter Tragweite gepredigt. Eure Heiligkeit, als Oberhaupt des Vatikanstaats und der Katholiken der Welt sind Eure Tätigkeiten für uns von großem Interesse. Es ist sehr wichtig, Euren kritischen Ansatz gegenüber den Problemen, um die sich die Welt sorgt, zu beobachten, Euren Protest gegen einen Terrorismus, der im Namen des Islam geschieht, und zugleich Eure harte Verurteilung der realen Ursachen von Terrorismus und Eure energischen Reden gegen Fälle von Fremdenfeindlichkeit. Euer Treffen mit seiner Heiligkeit Patriarch Kirill, dem Oberhaupt der orthodoxen Kirche, hat ein wichtiges Kapitel in den Beziehungen zwischen den Konfessionen aufgeschlagen. Als Oberhaupt der Muslime, für die ich Teil der gemischten internationalen Kommission für den theologischen Dialog zwischen der katholischen Kirche und den orthodoxen Ostkirchen bin, habe ich dieses historische Treffen in meinem Glückwunschschreiben an Eure Heiligkeit und an den Patriarchen gelobt, auch in meinen darauffolgenden Reden. Ich wünsche euch, dass es eine Fortführung dieses Dialogs geben möge. Her bir Azerbaycan vatandaşının prezidenti olduğunu beyan etmiş devlet rehberimizin faaliyeti dindarlara dikkat. Eure Heiligkeit. Wie bei allen Ereignissen von hoher Bedeutung sind wir auch zu dem Ihren Treffen mit Vertretern aller Konfessionen Aserbaidschans gekommen. Das spiegelt die Wirklichkeit Aserbaidschans wider. Das spiegelt unseren Lebensalltag wider. Unsere Lebenswirklichkeit kann vorbildhaft für die Welt sein. Sie zeugt von einem Erfolg der Beziehungen zwischen den verschiedenen Religionen in Aserbaidschan und bei ihren Zusammenleben. All diese Faktoren gründen auf einer höheren Ebene zwischen den Religionen mit dem Staat, der den Multikulturalismus als Staatspolitik vertritt. Die Aktivitäten, die Aufmerksamkeit und die Sorge unseres Staatsoberhaupts bestätigen das, denn er zeigt sich als Präsident aller Aserbaidschaner, ungeachtet ihrer Nationalität oder Religion. Die ethnischen und religiösen Unterschiede machen den nationalen Reichtum von Aserbaidschan aus. Unser Volk und unser Staat hüten dieses Erbe für die kommenden Generationen. Über die Wahrung des nationalen Erbes Aserbaidschans hinaus, mit seinen historischen und religiösen Monumenten in verschiedenen Teilen der Erde, gehen Sie eine neue Verbindung mit den karitativen Initiativen der First Lady unseres Landes, Meriban Aliyeva, ein. Sie ist nämlich auch Präsidentin der Stiftung Haydar Aliyev. Die Projekte, die im Vatikan von dieser Stiftung umgesetzt werden, zeugen von dem immensen Respekt des aserbaidschanischen Volkes für das Welterbe. Der Rat der Muslime des Kaukasus, den ich leite, bildet ebenfalls seine Verbindungen mit dem Vatikan aus. Es gibt eine fruchtbare und effektive Kooperation mit offiziellen Vatikanvertretern, was sich bei internationalen Veranstaltungen zum Dialog und der interreligiösen Zusammenarbeit zeigt.
Der Vatikan wird auf hoher Ebene im globalen und humanitären Forum im interkulturellen Dialog vertreten, auf dem Baku-Gipfel der religiösen Führer, der vom Staat Aserbaidschan organisiert wird, und vom Interreligiösen Rat der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, in dem ich Vizepräsident bin. Wir haben eine fruchtbare Zusammenarbeit mit eurem apostolischen Nuntius im südlichen Kaukasus gestartet, sowie mit eurem Vertreter in Baku. Wir schätzen diese Verbindung sehr. Eure Heiligkeit, wir schätzen eure Anstrengungen für die Lösung der Konflikte im Namen des Friedens und auf der Welt, die ihr auch bei euren Reisen unternehmt und dass ihr dem interreligiösen Dialog eine solche Bedeutung beimisst. Wir haben mit Aufmerksamkeit und Respekt eure Worte als großer religiöser Führer aufgenommen, die ihr in Bezug auf eine friedliche Lösung des Konflikts um Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan gesagt habt. Das Volk, der Staat und das Oberhaupt von Aserbaidschan wünschen sich eine gerechte und friedliche Lösung für diesen Konflikt auf der Grundlage des internationalen Rechts. Immer wieder habe ich die religiösen Führer Armeniens getroffen, mit Hilfe von der russisch- und georgisch-orthodoxen Kirche. Und auch mit Hilfe des ökumenischen Kirchenrats, gemeinsam haben wir erklärt, dass dieser Konflikt kein religiöser Konflikt ist. Eure Heiligkeit, als weltweiter religiöser Führer vertrauen wir immer auf eure Anstrengungen für eine gerechte und friedliche Lösung des Konflikts um Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan. In unserem heiligen Buch, dem Koran, heißt es: O ihr, die ihr glaubt, tretet für Gott ein und legt Zeugnis für die Gerechtigkeit ab. Seid gerecht, das entspricht eher der Gottesfurcht. Eure Heiligkeit, ich nehme die Gelegenheit wahr, euch in meinem Namen und im Namen aller Gläubigen Aserbaidschans die ausdrücklichen Glückwünsche für euren bevorstehenden 80. Geburtstag zu überbringen. Möge unser einziger Schöpfer der ganzen Welt Frieden und Wohlstand schenken. Amen. Das war die Ansprache von Ala Shukur Paschasadeh, dem Scheich des Kaukasus. Und auch er hat Bezug genommen auf den Konflikt in Bergkarabach. Und jetzt wendet sich Papst Franziskus an die Zuhörer. Hier zusammen zu sein ist ein Segen. Ich möchte dem Scheich der kaukasischen Muslime, der uns mit seiner gewohnten Liebenswürdigkeit Gastfreundschaft gewährt, sowie den örtlichen religiösen Würdenträgern der russisch-orthodoxen Kirche und der jüdischen Gemeinden danken. Es ist ein bedeutsames Zeichen, dass wir uns hier an diesem Ort des Gebets in brüderlicher Freundschaft begegnen. Ein Zeichen, das jene Harmonie zum Ausdruck bringt, die die Religionen gemeinsam aufbauen können, ausgehend von den persönlichen Beziehungen und dem guten Willen der Verantwortlichen. Beweis dafür sind hier zum Beispiel die konkrete Hilfe, die der Scheich der Muslime in mehreren Fällen der katholischen Gemeinschaft gewährt hat, und die weisen Ratschläge, die er ihr in familiärer Gesinnung mitteilt. Hervorzuheben sind auch das gute Verhältnis, das die Katholiken in konkreter Brüderlichkeit und täglicher liebevoller Zuneigung mit der orthodoxen Gemeinschaft verbindet. Ein Vorbild für alle, sowie die herzliche Freundschaft mit der jüdischen Gemeinde. Von dieser Eintracht profitiert Aserbaidschan, das sich durch seine Aufnahmebereitschaft und Gastfreundschaft auszeichnet. Gaben, die ich an diesem denkwürdigen Tag, für den ich sehr dankbar bin, erfahren konnte. Hier ist man bestrebt, das bedeutende Erbe der Religionen zu bewahren, und zugleich sucht man nach einer größeren und fruchtbaren Öffnung. Ah.
So findet zum Beispiel auch der katholische Glaube Raum und Harmonie unter den anderen wesentlich zahlreicher vertretenen Religionen. Das ist ein konkretes Zeichen, das zeigt, wie nicht der Gegensatz, sondern die Zusammenarbeit hilft, bessere und friedliche Gesellschaften aufzubauen. Unser Zusammensein liegt auch in der Kontinuität mit den zahlreichen Begegnungen, die in Baku stattfinden, um den Dialog und die Multikulturalität zu fördern. Wenn man der Aufnahme und der Integrierung die Türen öffnet, dann öffnen sich die Türen der Herzen jedes Einzelnen und die Türen der Hoffnung für alle. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Land als Tor zwischen Ost und West immer seine Berufung zur Offenheit und Begegnung pflegen wird. Es wird dies unerlässliche Bedingung, um haltbare Brücken des Friedens und eine menschenwürdige Zukunft aufzubauen. Die Brüderlichkeit und das Miteinander, die wir mehren möchten, werden bei denen, die Trennungen hervorheben, Spannungen neu entfachen und aus Gegensätzen und Streitigkeiten Gewinn ziehen wollen, keinen Beifall finden. Von denen, die das Gemeinwohl anstreben, werden sie jedoch inständig erfleht und erwartet. Und vor allem sind sie dem mitleidigen und barmherzigen Gott wohlgefällig, der will, dass die Söhne und Töchter der einen Menschheitsfamilie enger miteinander verbunden und immer im Dialog sind. Ein großer Dichter, ein Sohn dieses Landes, hat geschrieben: Wenn du Mensch bist, mische dich unter die Menschen, denn den Menschen geht es gut in gegenseitiger Gesellschaft. Aus dem Alexanderbuch. Sich den anderen zu öffnen, macht nicht ärmer, sondern es bereichert, denn es hilft, menschlicher zu sein, sich als aktiven Teil eines größeren Ganzen zu erkennen und das Leben als ein Geschenk für die anderen zu verstehen, als Ziel nicht die eigenen Interessen zu betrachten, sondern das Wohl der Menschheit, ohne Schwärmereien und ohne Formen von Interventionismus zu handeln, ohne schädliche Einmischungen und Zwangsmaßnahmen zu vollziehen, sondern stattdessen mit immer die geschichtlichen Entwicklungen, die Kulturen und die religiösen Traditionen zu respektieren. Sempre nel rispetto delle dinamiche storiche, delle culture e delle tradizioni religiose. Gerade die Religionen haben eine große Aufgabe, nämlich die Menschen auf ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens zu begleiten und ihnen zu helfen, zu begreifen, dass die begrenzten Fähigkeiten des Menschen und die Güter dieser Welt niemals zu absoluten Größen werden dürfen. Non devono mai diventare degli assoluti. Wieder ist es der Dichter Nizami, der schreibt: Setze nicht endgültig auf deine Kräfte, solange du im Himmel keine Wohnung gefunden hast. Die Früchte der Welt sind nicht ewig, verehre nicht das Vergängliche. Non adorare ciò che perisce. Die Religionen sind berufen, uns begreifen zu lassen, dass die Mitte des Menschen außerhalb seiner selbst liegt, dass wir auf die endlose Höhe hin ausgestreckt sind und zum anderen hin, der unser Nächster ist. Dorthin soll das Leben sich auf den Weg machen, zur erhabensten und zugleich konkretesten Liebe. Sie muss der Gipfel jedes echten religiösen Strebens sein. Denn wie noch einmal der Dichter sagt, Liebe ist das, was sich nie ändert, Liebe ist das, was kein Ende hat.
Die Religion ist also für den Menschen eine Notwendigkeit, um sein Ziel zu verwirklichen, ein Kompass, um ihn zum Guten hin zu orientieren und ihn vom Bösen abzuhalten, das immer an der Tür seines Herzens lauert. In diesem Sinn haben die Religionen eine Erziehungsaufgabe, nämlich zu helfen, das Beste des Menschen zum Vorschein zu bringen. Und wir als Leiter haben eine große Verantwortung der Suche des Menschen, der sich heute oft in den schwindelerregenden Paradoxien unserer Zeit verliert, echte Antworten zu finden. Tatsächlich sehen wir, wie in unseren Tagen einerseits der Nihilismus derer grassiert, die an nichts mehr glauben, außer an die eigenen Interessen, Nutzen und Vorteile und das Leben wegwerfen, indem sie sich nach dem Spruch richten, wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt, nach Dostojewski. Andererseits treten immer mehr die starren und fundamentalistischen Reaktionen derer zutage, die mit verbaler und tätlicher Gewalt extreme und radikalisierte Haltungen durchsetzen wollen, die denkbar weit entfernt sind vom lebendigen Gott. Im Gegensatz dazu sind die Religionen, die ja helfen, das Gute zu erkennen und durch Werke, Gebet und die Mühe der Arbeit an sich selbst praktisch umzusetzen, dazu berufen, die Kultur der Begegnung und des Friedens aufzubauen, die aus Geduld, Verständnis und bescheidenen konkreten Schritten besteht. So wird der menschlichen Gesellschaft gedient. Diese ist ihrerseits stets gehalten, die Versuchung zu überwinden, sich des religiösen Faktors zu bedienen. Die Religionen dürfen niemals instrumentalisiert werden und dürfen nicht dafür herhalten, Konflikte und Gegensätze zu begünstigen. Fruchtbar ist hingegen eine ehrbare Verbindung zwischen Gesellschaft und Religionen, eine respektvolle Allianz, die aufgebaut und gehütet werden muss und die nicht mit einem Bild symbolisieren möchte, das diesem Land viel bedeutet, die ich mit einem Bild symbolisieren möchte. Ich beziehe mich auf die wertvollen, künstlerisch gestalteten Glasfenster, die es seit Jahrhunderten in dieser Gegend gibt und die nur aus Holz und buntem Glas bestehen, die Schebeke. Fatte soltanto di legno e vetri colorati, Schebeke. Bei ihrer handwerklichen Fertigung gibt es eine einzigartige Besonderheit. Es werden weder Klebstoff noch Nägel verwendet, sondern Holz und Glas werden zusammengehalten, indem sie in langer, sorgfältiger Arbeit ineinander verschachtelt werden. So hält das Holz das Glas und das Glas lässt Licht einfallen. Genauso ist es Aufgabe jeder Zivilgesellschaft, die Religion zu unterstützen, die das Einfallen eines zum Leben unerlässlichen Lichtes ermöglicht. Und darum ist es notwendig, der Religion eine wirkliche und echte Freiheit zu garantieren. Es dürfen also nicht die künstlichen Klebstoffe verwendet werden, die den Menschen zwingen zu glauben, indem man ihm ein bestimmtes Credo aufoktroyiert und ihn seiner Entscheidungsfreiheit beraubt. Und es dürfen in die Religion auch nicht die äußeren Nägel der weltlichen Interessen und der Macht und der Geldgier eindringen. Denn Gott darf nicht für partielle Interessen und egoistische Zwecke angerufen werden. Er kann keine Form von Fundamentalismus, Imperialismus oder Kolonialismus rechtfertigen. Noch einmal erhebt sich von diesem so bedeutungsvollen Ort aus der herzzerreißende Ruf.
Niemals mehr Gewalt im Namen Gottes. Sein heiliger Name werde angebetet, nicht geschändet und verschachert von Hass und menschlichen Gegensätzen. Ehren wir dagegen die umsichtige göttliche Barmherzigkeit unser Gegenüber mit dem beharrlichen Gebet und dem konkreten Dialog, der eine notwendige Bedingung für den Frieden in der Welt und darum eine Pflicht für die Christen wie auch für die anderen Religionsgemeinschaften ist. Gebet und Dialog stehen in einer engen Wechselbeziehung zueinander. Sie führen zur Öffnung des Herzens und streben dem Wohl der anderen zu, bereichern und stärken sich also gegenseitig. Fest überzeugt und in Kontinuität mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil mahnt die katholische Kirche ihre Söhne und Töchter, dass sie mit Klugheit und Liebe durch Gespräch und Zusammenarbeit mit den Bekennern anderer Religionen sowie durch ihr Zeugnis des christlichen Glaubens und Lebens jene geistlichen und sittlichen Güter und auch die soziokulturellen Werte, die sich bei ihnen finden, anerkennen, wahren und fördern. Morali e socioculturali che si trovano in essi. Kein persönlicher Synkretismus und keine diplomatische Offenheit, die zu allem Ja sagt, um Probleme zu vermeiden, sondern mit den anderen sprechen und für alle beten. Das sind unsere Mittel, um Lanzen in Winzermesser zu verwandeln, um Liebe aufkommen zu lassen, wo Hass herrscht, um Vergebung, wo Verletzung mehr schmerzt, damit wir nicht müde werden, Wege des Friedens zu erflehen und zu gehen. Wege eines wahren Friedens, der auf gegenseitige Achtung, Begegnung und ein Miteinander teilen, auf den Willen, über Vorurteile und Schuld der Vergangenheit hinauszukommen, sowie auf die Absage an Heuchelei und parteiliche Interessen gegründet ist, eines dauerhaften Friedens, der beseelt ist von dem Mut, die Barrieren zu überwinden, die Situation von Armut und Ungerechtigkeit auszurotten, die Verbreitung von Waffen und die ungerechten Profite auf Kosten der anderen anzuzeigen und ihnen Einhalt zu gebieten. La proliferazione di armi ed i guadagni iniqui fatti sulla pelle degli altri. Allzu viel Blut schreit vom Boden der Erde, unseres gemeinsamen Hauses, zu Gott. Jetzt sind wir aufgefordert, eine Antwort zu geben, die nicht mehr hinausgezögert werden kann, um gemeinsam eine Zukunft des Friedens aufzubauen. Es ist nicht der Moment gewaltsamer und schroffer Lösungen, sondern die drängende Stunde, geduldige Prozesse der Versöhnung einzuleiten. Die wirkliche Frage unserer Zeit ist nicht die, wie wir unsere Interessen verfolgen können, sondern welche Lebensperspektiven wir den kommenden Generationen bieten, wie wir eine Welt hinterlassen können, die besser ist als die, welche wir empfangen haben. Come lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo ricevuto. Gott und die Geschichte selbst werden uns fragen, ob wir uns heute für den Frieden eingesetzt haben. Schon jetzt fragen uns traurig danach die jungen Generationen, die sich eine andere Zukunft erträumen. Le giovani generazioni che sognano un futuro diverso. Mögen die Religionen in der Nacht der Konflikte, die wir durchmachen, Morgenröte des Friedens, Samen der Wiedergeburt unter den Verwüstungen des Todes, unermüdlich tönender Widerhall des Dialogs und Wege der Begegnung und Versöhnung sein, um dorthin zu gelangen, wo die offiziellen Vermittlungsversuche keinen Erfolg zu erzielen scheinen. Per arrivare anche là, dove i tentativi delle mediazioni ufficiali
sembrano non sortire effetti, specialmente in questa amata region. Mögen die Religionen, besonders in dieser geschätzten kaukasischen Region, die zu besuchen ich so ersehnt habe und die ich als Pilger des Friedens gekommen bin, aktive Mittel zur Überwindung der Tragödien der Vergangenheit und der Spannungen von heute sein. Il superamento delle tragedie del passato e delle tensioni di oggi. Le inestimabili mögen die unschätzbaren Reichtümer dieser Länder anerkannt, erkannt und genutzt werden, die alten und immer neuen Schätze der Weisheit, Kultur und Religiosität der Kaukasusvölker sind eine reiche Ressource für die Zukunft der Region und insbesondere für die europäische Kultur, kostbare Güter, auf die wir nicht verzichten können. Per il futuro della regione e in particolare per la cultura europea, beni preziosi cui non possiamo rinunciare. Grazie. Das war die Ansprache von Papst Franziskus in der Moschee in Baku vor Vertretern der verschiedenen Religionen, gemeinsam mit dem Großmufti des Kaukasus, Allah Shukur Pashasadeh. Und jetzt begrüßt Papst Franziskus auch orthodoxe Vertreter einzeln. Sie kommen zu ihm. Das ist da wohl einer der orthodoxen Bischöfe, der jetzt zu Papst Franziskus spricht. Die Religionen als Friedensstifter, nicht als Quelle des Hasses, das ist die wichtige Botschaft von Papst Franziskus. Es soll nicht mehr im Namen Gottes getötet werden. Der Waffenhandel sollte gestoppt werden. Das ist die Botschaft, die Papst Franziskus immer wiederholt. Und gerade da, wo eben auch die Politik scheitert, wo die Vermittlungsversuche keinen Erfolg zeigen, da sollen eben die Religionen Lichtblicke sein. Papst Franziskus macht immer wieder schöne Anspielungen auch auf das Handwerk in der Region. Er hat schon heute Morgen von der Teppichweberei gesprochen und dort das als Bild verwendet und jetzt heute nochmal von den Holzgläsern, den Fenstern, die nur aus Holz und Glas gemacht sind, ohne Klebstoff, um das Licht hineinzulassen. Und eben auch in diesem Zuge hat Papst Franziskus die Religionsfreiheit noch einmal hervorgehoben. Das Licht der Religionen sollte durch das Glas hindurchscheinen können. Ein sehr, sehr schönes Bild, wie ich finde, und von einer aktuellen Tragweite. Soeben wendet sich ein orthodoxer Vertreter an Papst Franziskus und spricht auch nochmal die Begegnung mit Patriarch Kyrill auf Kuba an. Und auch die guten Beziehungen von Papst Franziskus zum orthodoxen Patriarchen Bartholomäus I., mit dem er gemeinsam ja auch auf Lesbos war, im Flüchtlingslager. Also Papst Franziskus hat schon viele kleinere und größere Schritte in Richtung Ökumene unternommen, die jetzt hier auch nochmal gewürdigt werden. Nun ist ein jüdischer Vertreter Aserbaidschans zum Papst hervorgetreten. Auch die jüdische Gemeinde hat hier eine lange Geschichte. 2003 wurde die jüngste Synagoge hier erbaut. Aber die Geschichte des Judentums hier ist auch nochmal deutlich älter. Ben başladım bu aşamayı, bizim tarafımızdan.
Der bedankt sich auch nochmal ganz herzlich. Perché vorrei anche augurare a Sua Santità la lunghissima vita come quella di Abramo. Er wünscht Papst Franziskus ein langes Leben wie Abraham es hatte. Und auch der Scheich, der Großmufti Ala Shakur Pashasadeh, hat zum Ende seiner Ansprache die Gelegenheit genutzt, um Papst Franziskus schon einmal im Vorfeld zum Geburtstag zu gratulieren, zu seinem 80. im Winter jetzt, im Dezember. Also eine sehr herzliche und persönliche Begegnung auch hier in der großen Moschee in Baku, die nach dem ehemaligen Präsidenten Haider Aliyev benannt ist und erst vor kurzem gebaut wurde, 2014. Eine große Moschee, die Schiiten und Sunniten zusammenbringt und damit auch angesichts der jüngeren Konflikte im Nahen Osten zwischen Sunniten und Schiiten ein wichtiges geistiges Zentrum ist. Nun verabschieden sich Papst Franziskus und der Scheich gemeinsam, Hände haltend von den Anwesenden. Papst Franziskus wird vielleicht noch ein kurzes Wort verlieren. Danke für dieses Zusammenkommen hier. Ich werde für euch beten. Und ihr bitte betet auch für mich. Das ist das, was Papst Franziskus immer wieder sagt, wenn er sich an Gläubige, aber auch eben an Vertreter verschiedener Religionen wendet. Und nun verlassen Papst Franziskus und der Scheich Hände haltend die Moschee. Das ist ein Bild, das wir schon gesehen haben in Georgien, wo der Patriarch, der Orthodoxe, Ilija der Zweite und Papst Franziskus ebenfalls Hände haltend durch die orthodoxe Kirche in Georgien geschritten sind, hin zum Altar. Also auch hier eine Parallele nochmal. Papst Franziskus, der nicht nur die Ökumene, sondern auch den interreligiösen Dialog auf seiner 16. apostolischen Reise fördern wollte, als Friedensstifter kommen wollte für eine Region, die wirklich auch noch nach wie vor in einem bewaffneten Konflikt gefangen ist, der Jahrzehnte dauert und schon über 30.000 Menschen Leben gekostet hat. Wir sehen jetzt noch einmal eine Außenansicht auf die riesige, wunderschöne Moschee hier in Baku, die jetzt beleuchtet ist im Abendlicht. Wenn Sie die ganzen Hintergründe über diese Reise und auch nochmal die einzelnen Berichte und auch Originaltöne von Papst Franziskus nachhören möchten, dann können Sie bei uns den Newsletter bestellen. Da können Sie erst nochmal anklicken und im Internet nachschauen. Den bestellen Sie bei uns unter rv-news.info. Papst Franziskus verlässt nun die Moschee und es war sein letzter Termin. 10 Stunden hat er insgesamt nur in Aserbaidschan verbracht, hat aber zahlreiche Termine wahrgenommen, hat heute Morgen eine Eucharistiefeier gefeiert, den Katholiken des Landes, war dann im Präsidentenpalast, hat dann auch nochmal einen Kranz niedergelegt an einem Denkmal für die Gefallenen der Kriege im Land. Und jetzt eben dieses interreligiöse Treffen, wo ja nicht nur der muslimische Vertreter, sondern eben auch Juden und Orthodoxe vertreten waren. Ein ungewöhnliches Bild, eine Rolltreppe. Daran sieht man auch, dass diese Konstruktion hier sehr modern ist, auf der Papst Franziskus und der Scheich nun runterfahren.
Papst Franziskus wird heute Abend also dann jetzt gleich im Anschluss an den Flughafen fahren und dann zurück nach Rom gehen. Er wird heute Abend wohl gegen 10 Uhr hier in Italien erwartet. Es war seine 16. apostolische Reise in den Kaukasus. Ein kurzes Wochenende, aber ein sehr, sehr dichtes Programm. Zwei Länder. Mit unterschiedlichen Geschichten und Konfliktlinien, unterschiedlichen Religionen. Eine sehr komplexe Reise für die kurze Zeit. Nun haben sich Papst Franziskus und der Scheich noch einmal für schöne Fotoaufnahmen vor der Moschee postiert und es sind auch die orthodoxen Vertreter noch mit dabei. Also ist auch wieder eine multireligiöse Versammlung. Der Multikulturalismus, der ja auch vom Präsidenten, aber auch vom Scheich des Landes noch einmal hervorgehoben wurde, der hier eine zentrale Rolle spielt. Es gibt hier das sogenannte Jahr des Multikulturalismus, eine Art ja, der Barmherzigkeit in Aserbaidschan mit einem eben diesem zentralen Motto. Und der Präsident des Landes hat auch nochmal gesagt, dass das eben eigentlich die große Stärke des Landes sein sollte und keine Quelle von Konflikten und Gewalt. Papst Franziskus ist nun schon wieder auf dem Weg in seinen kleinen Fiat. Klein, verhältnismäßig zu der Limousine davor. Er verabschiedet sich von den religiösen Vertretern. Und wir verabschieden uns bei Ihnen. Mein Kollege Michael Herrmann und Claudia Zeisel. Genau. Wir beide haben jetzt heute Abend Sie begleitet nochmal und haben uns gefreut, dass Sie zugehört haben, eingeschaltet haben bei diesem besonderen Ereignis hier in dieser schönen großen Moschee und auch davor bei dem Zentrum des Präsidenten. Ich bedanke mich auch bei den Zuschauern und Zuhörern unserer Partnersender, Radio Maria Deutschschweiz, EWTN-TV, KTV Fernsehen und Radio Horeb. Danke, dass Sie zugehört haben, eingeschaltet haben, zugeschaut haben. Mein Name ist Claudia Zeisel, Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.